Hallo Leute, Darts1005 hier mit Let's Play Super Mario Galaxy 2. Und wir sind in der Galaxie mit dem Wanderaffen. Ich hab's geschafft. Fantastisch, ganze 10.350 Punkte. Und ja, man schafft es nur, indem man mit dem Multiplikator arbeitet. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Wenn ich den Gegner nur einmal treffe, komme auf den Boden, gibt das 100 Punkte, die Münze gibt 100 Punkte. Wenn ich jetzt aber schaffe, einen Gegner zu treffen, 100 Punkte, auf den nächsten 200, auf den nächsten 300 und ab dann gibt es immer 300er. Also noch ein 300, 300, 300. Und das bringt halt die Punkte zusammen. Und ganz oben auf dem Plateau, wo viele von diesen Gegnern sind, schön im Kreis angeordnet, kann man das wunderbar machen, indem man auf die drauf springt, eine Drehattacke macht, dann auf den nächsten und da kriegt man halt einen unheimlichen Multiplikator zusammen. Also man kommt da hoch eigentlich immer so mit 5000, 6000 Punkten und da oben kriegt man dann innerhalb von 20 Sekunden wirklich die restlichen 4000 zusammen, nur mit dem Multiplikator. Das ist Wahnsinn. Aber so funktioniert's. Na gut, ich werde dir wohl über als würdigen Gegner akzeptieren. Dein Können entsprechend werde ich mir noch schwierigere Spiele ausdenken. Nun gut, hier schon mal der Powerstern. Du hast ihn dir verdient. Alright. Danke. Das macht einen fertig. Muss man auf jeden Fall nicht jeden Tag haben. Gut. Ja, meine Damen und Herren, was haben wir jetzt noch zu erledigen? Ein Stern noch und dann ist eigentlich schon Bowser dran. Ich frage mich nur, wo die restlichen Sterne sind. Wenn es wirklich 120 gibt, wo sollen die sein, bitte? Aber gut. Galaxy Completely, alles mit dabei, Münzen, Gedöns, bla. Tja. Man weiß es nicht, würde ich sagen. Also, ihr seht selbst, alles an sich completely. Alles an sich tutti, tutti palettiv, tutti frutti. Jetzt weiß ich nicht oder verstehe ich nicht, wo die restlichen Sterne sein sollen. Aber wir können anscheinend derweil nichts machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zu Bowser. Es hilft ja nichts. Meine Güte. Gut, es ist an der Zeit für das große Finale, Steuermann. Irgendwo da drin. Dort wartet deine Prinzessin auf niemand anderen als dich. Was für eine Überraschung. Ein Komet. Sieht fast so aus, als ob er nicht nur die Powersterne verspeist hat. Auweia, der Unhold scheint noch mächtiger werden zu wollen. Halte den Unhold auf, bevor er alles in seinem Weg dem Erdboden gleich macht. Also raus mit dir, zeig, was du drauf hast. Yay. Okay. Bowsers Galaxiengenerator. Wir gehen rein in das finale Bowser-Level. Bowsers uneinnehmbare Festung. Kann nicht sein. Wir kommen da durch. Oh yeah. Oh boy. Das Style. Schön. Hallo Luma. Du bist so mutig, Mario. Kämpf unermüdlich, um die dir kostbare Person zu retten. Pass gut auf und lass dich nicht unterkriegen. Das sowieso nicht, Luma. Hier entlang. Ja, ich möchte bloß noch mal kurz gucken, Luma. Da ist doch bestimmt irgendwas. Doppelte Energie. Die können wir bestimmt gebrauchen. So. Jetzt komme ich. Ich eile, Luma. Das ist nicht so gut. Na gut, wir schießen uns gleich mal rüber. Sonst hätte das jetzt auch ins Auge gehen können. Na, wen haben wir denn da? Hammerbrüder. Die anscheinend Ärger wollen. Ach ja. Yay. Das Gimmick. Oh boy. Ist es cool. Ich glaube, wir sollten da nicht ins Feuer reinkommen. Nach Möglichkeit ist es, glaube ich, nicht so gut. Oh boy. Ja, das klappt aber noch. Okay. So, dann müssen wir uns hier reinbohren. Okay. Okay.
Na, dann gucken wir doch mal. Ah ja. Ausweichstellen. So, ich muss eh darüber. Nee. Ja, was soll ich jetzt mit dem Bohrer? Brauche ich den? Ich weiß es nicht. Ja, anscheinend. Okay. Soll ich mich da hinten jetzt reinbohren oder was? Oder hier? Okay, extra life. Ah ne, da üben. Soll ich rauskommen? Also hier. Oder? Ja. Sehr schön. Weiter geht's. Oh. Meine Güte. Checkpoint. Boom. Danke. So. Dann müssen wir darüber. Anzunehmen. Oh, die Wolkenfähigkeit. Mein Liebling. So, erstmal doppelte Energie. Ob ich da hochkomme? Das müsste gehen. Jawohl. Okay. Gut. Oh ja. Oh, das Gimmick. Das Gimmick. So, das nehmen wir mit. Geht's hier hoch. Und hier hoch. Und da ist ein Luma. Hallo Luma. Rette die kostbare Person und stell sicher, dass du die wohlbehalten zurückkommst. Wir probieren's, Luma. Wir probieren's. Oh boy. Das Level. Ist ja riesig. Wo ist die Kometenmünze? Immer wieder Kamek. Immer wieder schön. Könnte da die Kometenmünze irgendwo sein? Keine Ahnung. Man weiß es doch nicht. Möglich wär's. Naja. Schauen wir mal. Okay. Irgendwas muss ja da drüben. Nein! Irgendwas muss da drüben sein, wollte ich sagen. Aber das war ein Fail. Okay. Ja, da brauchen wir Yoshi sowieso. Ha. Na gut. Also, geben wir unser Bestes. Und raisen mal durch, würde ich sagen. Geschafft. Da geht's. Ach du Holy Macaroni. Noms. So, zwei Wege. Okay. Okay. Mhm. Jo. Blark. Gehen wir hier rüber. Nein. brauchen wir hier die Kometenmünze. Gut. What the fuck? Okay. Um dem Plag auszuweichen, sollte man das anscheinend nehmen. Yay! Hallo Lumas. Wir vertrauen auf dich, dass du den Unhold besiegen kannst, Mario. Enttäusch uns nicht. Wir können nicht weiter. Bitte, wir zählen auf dich, Mario. Na gut, dann lassen wir Yoshi mal Yoshi sein und klettern mal hoch. Ah ja. Ja, okay, doppelte Energie haben wir. Dann würde ich sagen... Bomb.
brechen wir mal hier dieses Schloss auf. Und ein letzter. Jawohl. Gut. Dann gucken wir, wo es uns so hin verschlägt. Puh, das Level. Schön auf jeden Fall. Okay. Ah, dann gibst du endlich auf. Ein für alle Mal, hör mir gut zu. Ich werde mein neues galaktisches Königreich mit Peach an meiner Seite regieren. Es wird ewig halten. Also tu mir einen Gefallen und such dir eine grüne Klempnerröhre, in der du dich für immer verkriechen kannst. Peach! Hallo! Mario, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit, um mich mit dir zu beschäftigen. Also lass es uns schnell hinter uns bringen. Joa, ich würde sagen, letzter Bowser-Kampf. Meine Güte. Okay. Gleiches Schema wie immer, oder wie? Scheint fast so. Oh boy. Das Laser. Okay. Okay. Nein! Oh, what the fuck? Da muss man jetzt aber auf viel schauen. Meine Güte. Ach du Scheiße. Das wird schon, das wird jetzt kernig. Das wird jetzt echt kernig hier. Weil man sich auf so viel gleichzeitig konzentrieren muss. Weil jeder für diesen Meteoriten setzt dann auch noch was frei. Das ist nicht schön. Okay. Aber machbar auf jeden Fall. Nicht schön, aber machbar. Okay. So, dann haben wir hier wieder diese Hiese. Nein! Nein, Bowser! Okay. Ja. Ja, ich weiß, dass es das noch nicht war. Okay. Aber gut, das verändert sich schon mal nicht. Ach, aber die Dinger, die fallen auch viel schneller runter. Meine Güte! Und Feuer! Boy, oh boy, oh boy, geht das jetzt hier ab. Naja. Nein! Ach, fuck off. Azeplis. Feuer! Nein, das war schlecht. Und da komme ich jetzt wieder nicht mehr drauf. Zeitlich. Shit and Drag. Okay. Okay. Alles kein Problem. Feuer! So, ich muss jetzt irgendwie versuchen, dass er hier woanders aufschlägt. Schlag mir hier drauf. Danke. So. Sehr schön. Also einmal noch. Feuer. Jo. So. Kommt wieder die Faust des Todes. Nein! Na, natürlich ist jetzt der am anderen abgeprallt. Meine Herren. Warum immer ich? Feuer. So, Bowser, wie schaut's denn jetzt hier aus, Mensch? Schlag doch mal zu. Nein! Atze, was mache ich? Warum frage ich mich selber, was ich mache? Naja. Ich glaube, heute ist mal wieder soweit. Ah. Feuer auch. So, Bowser, komm. Das muss jetzt klappen, meine Herren. Haut zu! Danke! Ah. Großer Stern gehört uns. Haha.
Ja, der fällt aber ganz schön tief, meine Güte. Ui. Yay! Hallo Babyluma, na? Der gehört uns. Na wunderbar. Dann nehmen wir den. Na, das war ja mal wieder klar. Bowser, please. Aber schöne Idee für den Endkampf. Weißt du was, Mario? Die Zeit des Aufatmens ist gekommen. Das Ende ist nah. Dein Ende. Das war's noch nicht. Oh boy. Das hätte man schöner machen können. Jo. Okay. Okay. Okay, ich glaube, wir müssen da aber aufpassen, dass er uns nicht erwischt, ne? Irgendwie so. Nein! Bom. Meine Macht verschwunden, mein Imperium zerstört, mein Schokokuchen niemals gebacken. Kuchen! Was ist das jetzt? Wo ist der große Stern? Ich will den haben. Oh boy. Da ist er. Und Peach! Mein Held. Yay! Du, 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 du. Letzter großer Stern und Peach. Wir zischen ab. Okay. Oh, schau mal. Das. Das ist die Raumstation Rosalina. Yay. X-Dreiecke Döns. Ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen würden. Mama. Ich bin Rosalina. Meine Aufgabe ist es, über den Kosmos zu wachen und ihn zu beschützen. Ich habe lange auf euch gewartet. Diese riesige Unhold hat sich unserer Powersterne bemächtigt. Und er hat mich auf gemeinste Art von meinem kostbaren Babyluma getrennt. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ergehen würde, weil ich dir vertraut habe. Losgelöst von Raum und Zeit, von einer geheimen Macht angetrieben, bist du, mutiger Raumfahrer, durch die Weiten des Universums gereist. Ich wusste, dass du die Kraft in dir trägst. Du warst fest entschlossen, deine Prinzessin aus den Fängen des Unholds zu befreien. Es war die Kraft, deine Entschlossenheit, die dich hierher geführt hat. Dass wir hier wohlbehalten aufeinandertreffen, ist ein wahres Wunder. Lass uns der Kraft der Sterne dafür danken. Mario, danke, dass du meinen Babyluma nach Hause geleitet hast. Ich werde dich niemals vergessen. Auch wenn ich eines Tages ein Stern sein werde, werde ich dich niemals vergessen, Mario. Niemals werde ich dich vergessen. Die Mütze!
mögen die Sterne auf dich leuchten. Ach, schön. Und weg sind sie. Abgezischt. Meine Güte. Wir rühren der besandte Luma hat zurück zu den Kospern der Sohn gefunden. Aber auch du, mein Freund, ist es nicht so? Da ist wohl was dran. Alles klar, ihr zwei. Es ist höchste Zeit, zu eurem Heimplaneten zurückzukehren. Bla. Yay. Na dann. Schmeißt das Raumschiff an. Pomp. Voll Dampf. Wetterbretter. Yay. Was jetzt mit den restlichen Sternen? Man weiß es nicht. Naja. So wie das aussieht. Kommen jetzt die Credits. Kredite. Von Super Mario Galaxy 2. Oder nicht? Da kommen sie. Na, ich hoffe doch auf jeden Fall, dass wir dann noch die Möglichkeit haben, die restlichen Sterne zu holen. Wenn es 120 gibt, aber es wird wahrscheinlich so sein, weil es ja eigentlich immer so ist. In den originalen Mario-Spielen, in Hex gibt es ja meistens sogar mehr. Also in einigen Super Mario 64 Hex gibt es sogar 130 oder 140. Man kann man machen. Aber ich denke, 120 ist trotzdem eine Menge Holz und, ja, wir haben uns gut durchgekämpft. Das auf jeden Fall. Aber es wäre schade, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, dass wir noch einiges zu tun haben. Und das restliche Gedöns noch mitmachen können. Das wäre auf jeden Fall löblich. Und wünschenswert. Ja, was man jetzt auf jeden Fall schon sagen kann. Das Spiel macht einiges besser wie Galaxy 1, aber ich würde jetzt bei Weitem sagen, nicht alles. Also, diese, ja, Rekordgeschichten immer wieder mit den Punkten ist jetzt nicht so meins. Das mit dem Vogel ist nicht so meins. Auch das mit den Gourmet-Lumas, die Münzen mögen. Ja, ach so, wir können uns hier bewegen. Kann man natürlich machen, aber muss jetzt nicht. Und hä? Okay. Können wir uns hier allgemein? Ey, ich kann mich da bewegen, das ist ja cool. Okay. Man muss halt allgemein sagen. Achso, ich kann ja meine Drehattacke nicht mehr. Keine Wirbelattacke. Weil kein Luma mehr. Aber ja. Man kann sowieso immer nicht allen recht machen, das muss man so immer sehen. Kann man nicht. Auch wenn man das gerne würde und sich wünscht, alles macht man nie jedem recht. Das ist faktisch nicht möglich. Aber soweit ist es schon okay, passt es schon. Hey, Captain Toad. Na, Bowser? Okay. Ist auch schön, finde ich, dass man in den Credits selber mitwirken kann. Tja. Ach, Bowser, gib mir Ruhe. Ja. Noms. Kuchen. Schauen wir mal. Oh, da sind sie. Rosalina. Ende. Im Gelände. Ja, Fazit mache ich dann. Kein Thema, Mario.
Fazit gebe ich dann wirklich am Ende des Games noch mit ab. Also am kompletten Ende. Oh, ein Weltentor zur legendären Welt. Es hat sich geöffnet. Da sind die restlichen Sterne. Und irgendwas mit Pinnwand. Ich kann das förmlich riechen. Du bist zurück. Ich meine natürlich, hey, ich wusste doch, dass du das schaffst, habe ich immer gesagt. Ich sehe schon, dass du noch nicht genug hast, sonst hättest du nicht diesen Schimmer in deinen Augen. Sehen wir also weiter, da draußen sind noch einige Powersteine verborgen, Steuermann. Naja. Wenn du das sagst, wird es so sein, ne? Mario, ein Brief für dich. Hallo, liebes Bruderherz. Naja. Herzlichen Glückwunsch, du hast schon einige Powersteine gefunden. Ich bin bereit mitzumachen, wenn du mit mir tauschen willst. Okay, jetzt können wir direkt gegen Luigi tauschen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Gut. Oh boy. Also, hier ist jetzt schon wieder der Komet im Anflug. Hier fällt auch noch was. Und hier haben wir jetzt Welt S. Wie special wahrscheinlich. Oh boy. Was für eine Überraschung. Das sieht mir ganz nach der berüchtigten legendären Welt aus, die als verschollen galt. Anscheinend gibt es hier noch weitere versteckte Powersterne. Also dann begeben wir uns auf die Suche, Steuermann. Why not? Pixel Mario Galaxie. 2000. Na gut. Ach nee, das ist die. Die machst auf jeden Fall auch noch einen guten Eindruck. Ne? Da werden wir die restlichen Sterne noch finden. Gut, ja, für heute soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Folge ist maßlos zu lang geworden, aber das macht prinzipiell nichts. Und ich würde sagen, wir schauen dann beim nächsten Mal hier nochmal in Welt 6 rein. Machen, irgendwann wird hier ja auch der Kometen auftauchen. Machen dann auf jeden Fall hier den Galaxiengenerator nochmal. Holen uns dann den Kometenstern und dann schauen wir in Welt S weiter. Gut, für heute soll es das gewesen sein. Bin der Arzt 105. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann werdet ihr es erleben. Bis dann und ciao, ciao.